Rolf Mützenich ist jetzt bei mir, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion hier im Bundestag. Guten Guten Morgen. Morgen. Wie ist Ihre Stimmung jetzt? Gespannt, weil ich finde, das, was offensichtlich zurzeit in den USA passiert, das befürchtete Vakuum ist, Unsicherheit. Und wir es mit einem Präsidenten wohl zu tun haben, der keine Achtung vor dem Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern hat, weil es ist noch nicht alles ausgezählt. Und es deutet sich ja an, dass es sehr knapp werden wird, noch in den Staaten, wo kein Ergebnis feststeht. Und er mit aller Vehemenz jetzt einen angeblichen Wahlsieg für sich behauptet, das ist schon, sind schon schwierige Stunden. Was befürchten Sie für Deutschland und für Europa, wenn jetzt so eine Hängepartie entstehen könnte? Eine nachhaltige und zusätzliche Verunsicherung, die ja nicht alleine schon mit Trump begonnen hat. Wir blicken ja auf durchaus schwierige Beziehungen zu den USA zurück, auch die Irak-Intervention und viele andere Dinge auch. Und wir sehen mehr und mehr, dass sich die USA in Asien auf eine Auseinandersetzung mit der Volksrepublik China auch orientiert. Von daher ist es erstmal unabhängig, wie sie sozusagen diese Entwicklung orientiert. Umso mehr, glaube ich, muss sich Europa emanzipieren, muss selbstbewusster werden, zusammenrücken. Das ist nicht leicht, aber ich meine, was ist schon leicht heute in der Politik? Was erwarten Sie, sollte Trump eine zweite Amtszeit bekommen, in der er sich eigentlich auch nicht mehr um eine mögliche Wiederwahl scheren muss? Was erwarten Sie dann von seiner Politik? Mich würde wundern, wenn er berechenbarer werden würde. Mich würde wundern, wenn er stärker auf internationale Organisationen sich wieder orientieren würde. Ich glaube, er wird an seinem Programm letztlich festhalten. Er wird America First in den Vordergrund stellen. Die hauptsächliche hegemoniale Auseinandersetzung mit der Volksrepublik China auch militärisch suchen, der militärischen Einhegung. Von daher, denke ich, vom heutigen Zeitpunkt aus werden wir es nicht viel anders erleben. Entscheidend wird natürlich sein, was passiert im Senat. Dort wird ja ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Und zumindest mein Kenntnisstand ist, hier haben wir noch keine abschließenden Ergebnisse. Dort gewinnt ein Demokrat, dort gewinnt ein Republikaner. Also noch sehr unsicher diese Situation. Check and Balance wird wahrscheinlich immer weniger in den USA funktionieren und damit auch die Berechenbarkeit. Sollte Joe Biden gewinnen, was erwarten Sie da zum Beispiel in den internationalen Beziehungen zwischen Europa, aber auch China? Biden wird wahrscheinlich im Ton moderater sein. Er weiß auch, was Europa bedeutet. Allein als jemand, der auch in den transatlantischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg auch groß geworden ist. Das, glaube ich, wird mit Sicherheit auf dieser Ebene leichter werden. Auf der anderen Seite wird er auch nicht zur Seite schieben. Die Neujustierung des gesamten internationalen Umfelds, die Handelskonflikte mit der Volksrepublik China, aber auch die Situation gegenüber Russland und letztlich auch anderen Staaten. Alles das wird auch für Biden nicht letztlich anders sich darstellen. Vielleicht wird er enger mit dem Kongress zusammenarbeiten können. Es gibt mindestens eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus. Gegenüber Europa wird es dann vielleicht etwas leichter sein, aber die Ansprüche von Seiten der USA werden deutlich werden. Und ich glaube, darauf müssen wir uns auch einstellen und auch die Grenzen aufzeigen. Sie haben im Frühjahr ja ins Spiel gebracht, US-Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Würden Sie diese Forderung auch unter einem US-amerikanischen Präsidenten namens Joe Biden weiter aufrechterhalten? Ich glaube, es ist notwendig, wieder über Nuklearwaffen in der internationalen Politik zu reden. Das waren Denkanstöße auch von meiner Seite aus gewesen. Und diejenigen, die mich kennen, waren jetzt auch nicht in dem Sinne überrascht gewesen, weil ich glaube, wir müssen uns eben mit dem nuklearen Rüstungswettlauf auseinandersetzen. Wir müssen auch deutlich machen, dass offensichtlich in den Blöcken auch unterschiedliche Sicherheitswahrnehmungen da sind. Und ich habe Europa und ich habe meine Generation auch immer so verstanden gehabt, dass wir Bedrohungswahrnehmer auch der anderen wahrnehmen und insbesondere auf diese verheerende Waffentechnologie verzichten müssen. Und das komplette Gegenteil passiert unter Trump. Und dieses Interview hat mit dazu gedient, endlich auch wieder diese Debatte in Europa, insbesondere in Deutschland, zu führen. Was erwarten Sie für den heutigen Tag noch?
viel Unordnung, Durcheinander. Ich glaube, dass ich mir mindestens erhoffe, dass der oberste Gerichtshof nicht sozusagen der klaren Aufforderung von Trump folgt, die Auszählung zu stoppen. Es wird mit Sicherheit vielleicht auch zu Ausschreitungen kommen. Ich hoffe, dass die Situation dennoch relativ friedlich bleibt. Alles das sind Ungewissheiten und ich glaube, dass dieser Tag auch lange bei uns im Gedächtnis bleiben wird. Rolf Mützenich, vielen Dank, dass Sie einen Teil Ihres Tages dann mit uns verbracht haben. Und damit gebe ich zurück ins Studio nach Bonn zu Michael Kronz.